Herzlich willkommen zum Short Review Podcast mit Sascha. Ich habe eine wunderschöne Collector's Edition auf Blu-ray bekommen, und zwar Slayers Movie and Over BD Box. Drei Blu-rays mit 5 Filmen und 2 Overs von dieser Anime-Serie. Sie ist erschienen im Hause Nippon Art. Und da ich die Erstveröffentlichung, beziehungsweise dieses ist die Erstveröffentlichung auf Blu-ray, aber ich habe auch die Erstveröffentlichung auf DVD in meinem Regal und dachte mir deswegen, ich nehme mal diese verschiedenen Editionen auseinander. Slayers ist eine Light-Novellenreihe von Hajime Kanzaka. Eine Light-Novelle ist ein einfach geschriebener Roman, der mit vielen Artworks untermalt wird. Die Zeichnungen bilden schon eine feste Vorstellung oft von den Figuren. Somit wird dieser Style, wenn sich daraus zum Beispiel Mangas ergeben, auch gerne übernommen oder auch Animes. Weil, ja, man hat sich einfach an diesen Artstyle dran gewöhnt und auch diese Vorgabe. Das ist also oft bei den Japanern sehr viel bindender. Aus deutscher Sicht kann man das ganz gut mit einem Jugendbuch vergleichen, wo neben dem normalen Text Zeichnungen zu finden sind, die Szenen beschreiben. Insgesamt sind bei Slayers 50 Light-Novellen erschienen, unter 3 verschiedenen Sparten, einmal Slayers, Slayers Special, Slayers Smash. Sie sind von 1989 bis 2011 veröffentlicht worden. Auf dieser Grundlage sind Mangas entstanden, und zwar 8 Bände sowie einige Special-Bände. Diese sind in Deutsch im Carlsen Verlag erschienen. Von 1995 bis 2009 ist dann auch eine Anime-Serie auf der Grundlage, wie gesagt, der Light-Novelle und auch des Mangas veröffentlicht worden. Es gab insgesamt 104 Folgen in 5 Staffeln. Die Staffeln trugen den Titel einmal Slayers, Slayers Next, Slayers Try, Slayers Revolution, Slayers Evolution R. Leider, muss man sagen, sind nur die ersten 3 Staffeln in Deutsch erschienen und deutsch synchronisiert worden. Slayers Revolution und Slayers Evolution R, ja, darauf warten wir immer noch. Anders ist es aber mit den 5 Movies und den beiden Overs, den Original Video Animations, also Filmen, die direkt für den Heimmarkt erstellt wurden und zum Beispiel den Mangas-Beilagen als Special auf einer DVD. Oder in diesem Fall waren es Videokassetten, die damals einzeln zu kaufen waren. Aber was ist Slayers eigentlich? Slayers ist eine Fantasy-Comedy-Serie um die junge Magierin Lina Inverse. Sie hat flammendrote Haare, eine zum Leidwesen geringe Oberweite und einen extremen Appetit und auch eine Geldgier, dass sie jeden Auftrag ohne zu hinterfragen gerne mal annimmt. Das mit dem Essen ist sowieso immer eine witzige Sache. Also es gibt unheimlich viele Manga-Hauptcharaktere oder Anime-Charaktere, die können essen, was das Zeug hält, ohne dick zu werden. Wirklich erstaunlich. Jedenfalls, Lina Inverse ist der Hauptcharakter und sie hat eine ganze Menge Freunde, die sich um sie scharen. Und es ist eine gewisse Parodieserie auf die Fantasy-Welt, die sich der Elemente daraus entnimmt und sie ja auf andere Weise gerne mal ein bisschen benutzt. Es ist immer sehr unterhaltsam und darum geht es ja auch vor allem. Es geht um Unterhaltung. Im Gegensatz zur Serie ist eine andere Nebenfigur in den Movies und den Overs eine Hauptfigur. Und zwar ist es Naga, die weiße Schlange. Naga erklärt sich selbst als größte Rivalin von Lina und ja, ist sehr sexy, aber auch ja, ihre Intelligenz ist ein wenig anders. Das heißt, sie ist sehr direkt, sehr naiv und tut einfach, ohne viel nachzudenken, meistens das Falsche. Und das ist eben gerade das Belustigende dabei. In dieser neuen Blu-ray Collector's Edition von Nippon Art sind diese ganzen Filme zusammengefasst. Und ich möchte jetzt einfach mal diese Box und die Erstveröffentlichung genauer betrachten. Fangen wir an mit der Blu-ray Box. Sie ist in einem wunderschönen Pappschuber gefasst mit 3 Blu-rays auf jeder Blu-ray. Sind 2 Filme zu finden, beziehungsweise auf einer sind 3. Also die ersten beiden Blu-rays beinhalten die 5 Movies und auf der dritten Blu-ray befinden sich die Overs. Jeder der Movies geht gut 60 Minuten, die Overs jeweils 90 Minuten. Dazu muss man aber auch sagen, dass jeder Over 3 Episoden beinhaltet, die jeweils 30 Minuten ungefähr gehen. Weiter finden sich in der Pappbox ein Aufkleber, der das Cover-Artwork beinhaltet
und ein Booklet. Im Booklet finden sich kurze Beschreibungen zu den jeweiligen Filmen und sehr viele Screenshots und Cover-Artworks. Zwischen 2004 und 2005 sind die Movies bei uns in Deutschland erschienen bei Over Films GmbH, ein Vertrieb für Anime-Serien und Filmen, der aber leider inzwischen insolvent ist. Viele der Over Films-Titel hat inzwischen Nippon Art rechtlich übernommen und bringt sie neu heraus. Aber gehen wir einfach mal der Reihe nach die einzelnen Movies durch. Zum Movie lese ich jeweils aus dem Booklet der neuen Collector's Edition die Inhaltsangabe des jeweiligen Films vor. Und dann nehmen wir die einzelnen Editionen ein wenig auseinander. Los geht's mit dem ersten Movie Slayers Perfect. Erschien 1995 im Original. Die sagenumwobene Insel Mipros liegt seit Jahrhunderten im Nebel verborgen, bis sich zwei mächtige Magierinnen auf den Weg machen, den Schleier zu heben und das dunkle Geheimnis des Eilan zu lüften. Mit der Ruhe auf der mystischen Insel ist es schlagartig vorbei, denn bei den beiden handelt es sich um keine geringeren als die berühmt-berüchtigten Chaos-Magierin Lina Inverse und Naga, genannt die Schlange. Eine Spur der Verwüstung hinter sich herziehend beginnt das Duo ihre Suche nach dem Bösen und schnell wird klar, wieso die zwei bei Freund und Feind gleichermaßen gefürchtet sind. Mit einer Mischung aus spektakulärer Magie, actionreichen Kampfeinlagen und einem Schuss Comedy gibt der Kinofilm Slayers Perfect den Startschuss zur furiosen Kultserie. Klassisch kann man sagen, kommt dieser Film oder kommen alle Filme bei Over in einem durchsichtigen Emery, einem ganz normalen DVD-Case. Dadurch ist das Cover beidseitig zu sehen, das ist auch von beiden Seiten bedruckt. Ein wunderschönes Titelartwork und auf der Rückseite passend natürlich die kurze Beschreibung, worum es geht. Dazu im Inneren ein weiteres schönes Artwork, was kann man auch fast als alternatives Cover bezeichnen, obwohl es eigentlich im Querformat ist und da nicht wirklich als Wendecover sich eignen würde. Oder ein Problem mit Wendecover gibt es hier sowieso nicht, jedenfalls nicht bei den Overs, da keine Altersfreigabe damals vorgeschrieben war. Die DVD im Inneren ist mit dem Covermotiv bedruckt. Es gibt sogar einen Bonus und Bonusmaterial in der Edition, wobei sich der Bonus auf die Erstauflage der Slayers Movies und Overs bezieht. Jeweils ist da eine Filmzelle dabei, eine Folie, auf der ein Artwork gedruckt wurde. Das sieht wunderschön aus und ich habe auch jeweils immer ein Foto davon gemacht. Das könnt ihr dann eben bewundern, während ich hier labere. Das Bonusmaterial auf der Disc selbst ist einmal eine Mini-Episode, die den Prolog des Films beinhaltet, die ersten 6 Minuten. Die war damals zu Werbezwecken ausgekoppelt worden, hat aber keinen Unterschied oder weist keinen Unterschied zum Film selbst auf. Hinzu fügt sich noch eine Trailergalerie mit den Trailern der Slayers-Filme sowie ein PC-Screensaver. Diesen konnte ich leider nicht mehr ausprobieren, weshalb ich auch kein Bildmaterial davon habe. Es war damals ein nettes Gimmick, wenn man diese Screensaver auf seinen Rechner lud. Und ja, es waren meistens Motive aus, ich nehme an, aus diesem Film oder auch Artworks, die dann ein- und ausgefadet wurden, immer abwechselnd. Das war sicherlich sehr amüsant. Es gab auch animierte Screensaver. Wie weit, wie gesagt, dieser aussah, kann ich nicht sagen. Der Ton konnte sich schon damals sehen lassen. Und zwar war er in Dolby Digital 5.1 und DTS 5.1 in Deutsch und Japanisch vorhanden. Dieser Ton ist auch übernommen worden für die neue Blu-ray-Edition und klingt noch ein wenig feiner jetzt, da er ein wenig besser ausgesteuert wurde. Slayers Return war der zweite Film von 1996 und darum geht es. Sie sind wieder da, hungrig, goldgierig und äußerst streitlustig eilen die beiden Magierinnen Lina Inverse und Naga, genannt die Schlange, einem von Dämonen bedrängten Dorf zu Hilfe. Schon bald wird klar, dass die zwei alles andere als selbstlose Helden sind und schon gar nicht aus reiner Nächstenliebe ihre Dienste angeboten haben. Als die Action losgeht, zeigt das Chaos-Duo, was es wirklich kann, und die Dorfbewohner fragen sich verzweifelt, was das größere Übel ist, die dämonischen Angreifer oder ihre vermeintlichen Retter. Fantasy meets Comedy. Auch in ihrem zweiten Kinofilm sorgen Lina und Naga für ein äußerst actionreiches und humorvolles Abenteuer. Auch diese Oberfilm-Edition kommt im M-Ray mit schönem Frontcover, Innenposter, bedruckter DVD und der Filmzell in der Erstauflage. Als Bonus liegt der DVD bei ein
PC Screensaver wieder mal und eine Bildergalerie. Die Bildergalerie beinhaltet Screenshots aus dem Film, ist nicht wirklich bereichernd. Auch diesmal ist der Ton Deutsch und Japanisch im Dolby Digital 5.1 und DTS 5.1 enthalten. Movie Nummer 3, Slayer's Grave, erschien 1997. Laia Einborg kommt vom Regen in die Traufe. Als ein wild gewordener Golem in Stiergestalt auf sie zuprescht, wird das Mädchen zwar in letzter Sekunde gerettet, leider aber von der weltberühmten Magierin Lina Inverse samt Kollegin Naga, genannt die Schlange. Dieses Duo steht für Hunger, Streit und Chaos pur und schon bald leert sich Laias Speisekammer in Windeseile. Denn ihre Retterinnen haben sich kurzerhand und vor allem ungefragt bei ihr einquartiert. Doch die Magierinnen haben die Rechnung ohne Laias Vater und ihren Bruder gemacht. Die beiden Golemmeister sind tief zerstritten und planen einen Golem-Zweikampf. Und Lina und Naga sollen jeweils Modell für einen der beiden Riesengolems stehen. In diesem dritten Kinofilm der Slayers-Reihe sorgen Lina und Naga wieder für actionreiche Höhepunkte. Ebenfalls das gleiche Prozedere bei dieser Edition von Great. Eine M-Ray in durchsichtigem Zustand mit schönem Cover, Innenposter, bedruckter DVD und in der Erstauflage bei Overfilms die Filmzelle. Als Bonus ist ein PC-Screensaver dabei sowie eine Trailergalerie der Slayers-Filme. Ton ist ebenfalls wieder im DTS 5.1 und Dolby Digital 5.1 für Deutsch und Japanisch enthalten. Es folgt Movie Nummer 4, Slayers Gorgeous von 1998. Drachen eignen sich hervorragend als Druckmittel. Das hat auch die Tochter des Fürsten erkannt und setzt ihre Drachentruppe ohne Gewissensbisse gegen den eigenen Vater ein. Bei aller Dramatik der gepanzerten Bestien hat die Auseinandersetzung allerdings einen recht banalen Hintergrund. Die Kleine befindet sich in der Trotzphase und pocht nur auf eine Erhöhung des Taschengeldes. Das weltberühmte Magierin-Duo Lina Inverse und Naga, genannt die Schlange, bietet sich an, in der festgefahrenen Vater-Tochter-Beziehung zu vermitteln. Da die beiden Chaosmagierinnen eher für die von ihnen angerichtete Verwüstung als ihr nicht vorhandenes Verhandlungsgeschick bekannt sind, zeichnet sich wieder mal eine explosive Lösung ab. Das Magierinnen-Duo schreckt auf seinem Feldzug gegen die feuerspeienden Echsen weder vor sensationellen Zaubersprüchen noch vor ordentlichem Slapstick-Einsatz zurück und serviert seinen legendären Comedy-Fantasy-Mix. Auch Gorgeous kommt im durchsichtigen M-Ray mit schönem Frontcover, Innenposter, bedruckter DVD und den üblichen Specials, die Filmzelle für die limitierte Erstauflage, der PC-Screensaver und die Slayer-Universum-Trailer-Galerie, also alle Slayers-Trailer der Movies. Dazu der Ton Deutsch und Japanisch 5.1 DTS sowie Dolby Digital 5.1. Der fünfte und letzte Movie Slayers Premium erschien 2001, also nicht im Jahresabstand, sondern 3 Jahre nach dem letzten Film. Und handelt davon. Viel zu oft werden Tintenfische lediglich als maritime Delikatesse gesehen und dabei die reale Gefahr einer Oktopusverschwörung übersehen. Ein Fehler, den auch die weltbeste Magierin Lina Inverse und ihr tollpatschig kühner Begleiter Curry machen. Bevor sie sich versehen, stecken sie bis zum Hals im tödlichen Komplott der Kraken. Schließlich bleibt ihnen nichts anderes übrig, als der Sache im wahrsten Sinne des Wortes auf den Grund zu gehen. Dort auf dem Grund des Meeres wartet auf sie aber eine ganz besondere Überraschung. Im fünften und letzten Kinoabenteuer der Slayers-Reihe treten erstmals neben Lina die bekannten Charaktere aus der TV-Serie ihren Weg auf die große Leinwand an. Das Ergebnis ist immer dasselbe. Reichlich Zerstörung und Zauberei sorgen für die explosive magische Mischung Fantasy-Ghost-Comedy. Slayers Premium kommt auch im durchsichtigen M-Ray mit schönem Frontcover und einem Poster im Innern oder auf der Rückseite des Covers sowie einer bedruckten DVD, als Bonus in der Erstauflage die Filmzelle sowie dem üblichen PC-Screensaver. Highlight hier drauf ist der Director's Cut des Films. Dazu muss man sagen, der Film geht diesmal nicht eine Stunde wie die vorigen Filme, sondern nur 30 Minuten. Der Director's Cut, der hier enthalten ist, geht 4 Minuten länger, also 34 Minuten und hat noch einige Szenen mehr, die ein bisschen Erklärung liefern. Und ich finde den Film sogar etwas gelungener. Leider ist er nicht im Deutschen synchronisiert worden, sondern nur mit deutschen Untertiteln enthalten. Sehr schade ist aber, dass dieser Director's Cut von Premium nicht auf der neuen Blu-ray Collector's Edition enthalten ist. Dieses wäre eine wirkliche Bereicherung gewesen und eigentlich ein Muss. Somit ist diese DVD-Edition jetzt ein Muss in jeder Sammlung eines Slayer-Fans. Ein bisschen schade ist außerdem, dass diese Edition,
auf DVD die einzige ist, die an der Seite nicht lila gefärbt ist. Somit sticht wirklich, wenn man alle Filme nebeneinander legt, diese Edition heraus. Warum, kann man nicht wirklich sagen. Tontechnisch ist wieder der 5.1 DTS und Dolby Digital 5.1 Ton für Deutsch und Japanisch enthalten. Die erste Overcollection Slayer Special, The Book of Spells, das Buch der Zaubersprüche, erschien 1996-97. Wie gesagt, es waren 3 Episoden, die einzeln in Japan veröffentlicht wurden. Jeweils eine Episode auf einer Videokassette. Das war aber wirklich nur in Japan der Fall. Zum Inhalt. In der dreiteiligen OVA beweisen die Magierinnen Lina Inverse und Naga, genannt die Schlange, wieder einmal ihr wahres Talent im Anrichten von Chaos und Verwüstung. Als ein größenwahnsinniger Magier Lina in eine Chimäre verwandeln will, fühlt sich diese alles andere als geschmeichelt. Linas Antwort ist zwar reichlich explosiv, aber wohl noch nicht überzeugend genug. Der eifrige Magier vergreift sich einfach an Nagas Erbgut mit fatalen Folgen. Der Angriff auf böse Zauberer und das Zwerchfell gelingt dem Chaos-Duo in den 3 Overs spielend routiniert und mit dem gewohnten Magie-Mix aus Comedy, Action und Fantasy. Die Inhaltsangabe bezieht sich jetzt aber nur auf eine der Episoden. Slayer Special The Book of Spells kommt auch im M-Ray durchsichtig. Dadurch kommt das Innenposter wunderbar zur Geltung. Schönes Titelcover. Erstauflage wieder mal mit der Filmzelle, dem PC-Screensaver, wieso denn auch nicht, einer Bildergalerie mit Artworks aus dem Over sowie einer Trailergalerie der Slayers Filme und Overs. Achso, ich habe vergessen natürlich zu sagen, dass auch die DVD bedruckt ist. Der Ton ist diesmal ein bisschen anders. Im Deutschen ist er im Dolby Digital 5.1, im Japanischen nur Dolby Digital 2.0, was Stereo entspricht. Der zweite Slayers Over Excellent mit seinen 3 Episoden erschien 1989 und 99, damals in Japan auf Videokassette. Einzeln die Episoden, wie erwähnt. Und darum geht es diesmal. Zaubersprüche und Flammen, wütende Schreie von Lina und schreckliches Gelächter von Naga. So lässt sich die Begegnung des chaotischen Magierinnen-Duos treffend umschreiben. Ziemlich abgebrannt sieht Lina auch in der zweiten Episode dieser dreiteiligen OVA aus, als ihr ein kleines Missgeschick beim Bewachen einer verwöhnten Händlerstochter unterläuft. Zumindest in der letzten Episode gelingt es den beiden zaubergewandten Heldinnen, wenigstens eine einigermaßen gute Figur zu machen. Die beiden unterstützen 2 rivalisierende Modedesignerinnen. Für heißen Stoff ist also reichlich gesorgt. In den 3 Episoden dieser OVA gelingt es Lina Inverse und Naga, genannt die Schlange, spielend zu beweisen, dass sie zu Recht das gefürchteste und gleichzeitig witzigste Magierin-Duo der Fantasy-Geschichte sind. Auch Excellent kommt in einem M-Ray durchsichtig mit Innenposter, schönem Außencover, bedruckter DVD sowie der limitierten Filmzelle bei der Erstauflage, dem berüchtigten PC-Screensaver, einer Bildergalerie mit Artworks aus den Overs sowie der Slayers Trailergalerie. Ton ist im Deutschen Digital 5.1 und im Japanischen Dolby Digital 2.0, was eben halt Stereo entspricht. Wie erwähnt, hat Nippenart die Rechte der Slayers Movies und Overs von Overfilms übernommen und diese DVD-Edition 1:1 wiederveröffentlicht. Sie sind völlig identisch, abgesehen von der Filmzelle. Da konnte ich keinen Hinweis finden, ob die wirklich nochmal enthalten war. Zusätzlich laut Website von Nippenart ist dort ein Digipack angegeben, eine Pappschuber-Edition der Slayers-Filme. Davon habe ich leider kein Bild und ich habe auch so bisher keine gesehen, deswegen kann ich dazu leider nichts sagen. Grundsätzlich kann ich wirklich diese neue Collector's Edition auf Blu-ray mit den Slayers Filmen und Overs nur empfehlen. Das Bild ist wirklich zeitgemäß digital aufbearbeitet, wunderschön, klar, farbenfroh, wie man es sich wünscht. Im Vergleich ist das DVD-Bild sehr viel heller und einfach pixeliger. Schade ist, dass von Premium nur die normale Fassung dabei ist, dass dieser Director's Cut fehlt, weil das hätte das wirklich komplett gemacht. Einen ausführlichen Review der Slayers Movies und Overs BD Box der Collector's Edition von Nippenart findet ihr auf www.shotreview.de und wer sich diese Box zulegen will, sollte einfach mal im Shop von Nippenart auf www.nippenart.de vorbeischauen. Das soll es mit diesem Podcast für heute gewesen sein. Danke fürs Zuhören und ich freue mich, wenn ihr
einfach mal mir sagt, was ihr davon gehalten habt, wie eure Meinung dazu ist. Und hoffentlich schaltet ihr auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es einen Short Review Podcast gibt. Euer Sascha.